Hallo meine Damen und Herren, hiermit heiße ich Sie herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Extinction. Letztes Mal waren wir dabei, Base zu bauen, das werden wir heute zu Ende bringen. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie die Show und let's go! Also Jungs, wie ihr gesehen habt, ich habe von... Nicht jetzt, Jungs, gar nicht jetzt. Das machen wir heute eher weniger. Was ich sagen wollte ist, ich habe Foundations gecraftet und möchte mir jetzt erstmal eine kleine Base ins Zimmer. Ja? Ich hatte mir gedacht, hier so eine kleine Ecke erstmal für einen Anfang. Es ist ja nur die erste Base. Ist ganz cool, wenn man halt hier so, wisst ihr, so klein und schick, Trautesheim stinkt allein, sich dorthin sammelt, so direkt auch erstmal ein Bett. Am Bett kann man respawnen, für die, die es nicht wissen. Und auch direkt erstmal Wände dran, dann sind wir nämlich vorerst sicher. Sollten wir zumindest sein. Dann haben wir hier natürlich noch eine, was ist das da, was läuft da? Okay, das ist so ein Tech-Viech, der wird uns wahrscheinlich nicht umbolzen. Aber Jungs, erste Base. Oh, uns fehlen ja noch Dächer, ja moin. Vielleicht brauchen wir auch erstmal keine Dächer, sondern einfach nur so einen kleinen Unterschlupf. Man weiß ja nicht. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt gleich mal auf den Weg machen und irgendwas zählen. Ich mache mir Bolas und ich bräuchte noch einen Bogen mit ein paar Pfeilen eventuell, um vielleicht, ich weiß nicht, ob der mich angreift oder nicht, wenn ich zu nah dran gehe oder irgendwas passiert. Das heißt, wir gehen jetzt noch Steine kloppen. Jungs, Alter. Holy moly Macaroli. Da sind sie wieder. Ich krieg's kotzen. Level 5 und Level 90. Okay, Jungs, da muss ich die kiten. Kiten, Jungs. Kiten, kiten. Mach ich. Mach ich, Junge. Mach ich einfach. Junge, mach, Junge, hallo. Wie gut ich einfach bin jetzt. Krass. Sau, sau krass. Die nehmen wir mit. Haben wir ein bisschen Fleisch nochmal gekriegt. Sehr nice. Ausdauer muss regenerieren. Und die Bolas sind fertig. Damit können wir andere Viecher fesseln, für die, die es nicht wissen. Sollte man aber nicht verschwenden, weil die auch relativ teuer sind, zumindest jetzt so direkt am Anfang. Dann nehmen wir lieber nochmal das ein oder andere Dodo mit. Das tut uns dann gütiger, sag ich mal. Natürlich könnte ich auch versuchen, ich weiß nicht, ob die hier inkretiv sind. Sind nicht inkretiv. Ich kann halt versuchen, wenn der nur Level 10 ist, ist er, den zu bolern und flatz gebolert. Jetzt ist er gefangen und batz, gib ihm. 30 Sekunden haben wir jetzt quasi, um dem richtig reinzudrücken. Die Zeit müssen wir auch nutzen, weil sonst jacks der komplett ins Himalaya weg. Der ist nämlich sauschnell hier. Das ist ein weibliches Reh. Hammer. Junge, ha. Hä? Da guckst du blöd. Weißt du, was das gibt? Einen fetten Teabag gibt, meine Hoden in deine Schnüss. Okay, Jungs, und bevor ich hier jetzt groß weitermache, habe ich einen kleinen Plan vor. Und zwar irgendwann, also nicht irgendwann, sondern eigentlich jetzt, braucht der Sharksebert einen Flugdino, mit dem er dann aus den Lüften gucken kann, wo es richtig nice ist und wo nicht. Und das bedeutet, auf die Plätze, Handtick. Oh, der ist Level 60, den kriege ich wahrscheinlich nicht. Jetzt schimmelt der Steinschleuder gegen die Röpse, bis der Dödel liegt, sag ich mal. Denn so zähmt man hier in Ark, einfach draufschnabbeln, bis die bewusstlos sind. Kann natürlich sein, dass die früher... Da ist er down. Dat Ding ist prima. Der Shark zähmt Kolonia. Ich liebe das Leben, die Liebe und die Lust. Ich laber nur Stoß, da sind wir dabei. Da trinkt der Shark einen Schluck Wasser. Sehr nice, Podice, Posch, nice. Und er ist auch Level 60, das ist richtig geil. Bogen wird gemacht, Pfeile... Soll ich? Okay, Pfeile werden gemacht. Sehr schick. So, was kann ich denn jetzt noch lernen, ey? Einiges. So, Lederhemd auf jeden Fall. Dann eine Delivery Crate. Einfach mal zum Probieren, was das ist, auch was auch immer. Hyänadon-Kühltasche, Alter. Es gibt einfach neue Sachen hier. Schmelzofen, Werkbank. Okay, kann ich noch nicht. Schmelzofen wird das sein, was ich als nächstes bauen muss. Damit können wir nämlich unser Eisen durchbrettern. Ich denke mal, ihr kennt es aus jedem anderen Survival-Game. Aber erstmal bleibe ich noch ein bisschen hier, bis der Boy gezähmt ist, dass einfach der Safe gezähmt ist und nicht aufwacht oder so. Oh, Leute, da ist ein Fight. Da ist ein Fight, Digga. Das ist ja nicht so nice. Aber gut, ich beschwere mich weniger. Ich bin ja nicht dabei. Und solange meine Poperze im grünen Bereich ist. Ofen wird gebaut. Alter, das ging schneller als gedacht. Und was fehlt hier? Stroh. Damit ich meine Axt reparieren kann. Und da vorne, wo der Fight war, da gehe ich natürlich gerne hin. In der Hoffnung, vielleicht nochmal zu sterben. Das wäre nice. Gibt's nämlich wunderbares Metall. Alter, was für Viecher das sind, ne? Und das können wir nämlich dann in unserem neu gecrafteten Schmelzofen weiterverarbeiten zu Eisenbarren. Oder Metallbarren, wie auch immer. Scheiß mal drauf. Und damit können wir uns Metallwerkzeuge und so Zeugs craften. Und dann irgendwann so richtig abgehen und diese Viecher reiten, Alter. Holy moly, ich hab so Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. So, ich glaube, das war nur ein Metallstein da. Warte mal. Guck mal, der hat sich ausgefahren. Der ist jetzt so ein Phytomite. Guckt euch das mal an. Der hat jetzt so richtig seine Lasersachen da, Alter. Gebt euch das mal. Den brauche ich, Jungs. Den muss ich reiten. Wie endgeil ist das denn? Ich hole noch hier das... Jetzt ist da ein Adler. Jetzt ist da ein Adler an meinem... Hat der mein Viech gekillt? Sag nicht, der hat mein Viech gekillt. Bitte nicht. Bitte nicht. Nee, bitte geh auch weg von mir. Der ist nämlich aggressiv, Leute. Wenn der zu nah dran ist, dann gibt's Schnüss, Popüss. Da habe ich nicht so Lust drauf. Vor allem jetzt, wo ich einen Ofen habe. Ich nehme schon mal meinen Bogen in die Hand. Und wo liegt mein Viech, ey? Ich hab Schiss, dass der den jetzt gekillt hat. Oh, nee, er liegt noch hier. Er liegt noch hier. Wie wacht der auf gleich? Der wacht gleich auf. Dann döner ich dem einmal kurz hier zwei Betäubungsbären rein. Man kennt den ja schon. Und dann düse ich kurz zur Base, wenn ich sie finde. Hier ist auf jeden Fall der Dude hier. Yes, hier ist er. Sehr gut versteckt, muss man sagen. Die Base ist sehr, sehr gut versteckt. Finde ich geil. Finde ich äußerst... Oh mein Gott.
Alter Falter, lasst mich doch in Ruhe. Holy shit, Alter, der jagt mir einen Schrecken ein, bis zum geht nicht mehr. So, wir müssen nämlich jetzt Eisen brennen und können daraus dann eine Werkbank bauen aus dem ersten gebrannten Eisen. Und an der Werkbank können wir dann nämlich unsere ersten Sachen craften, die aus Metall sind, was dann halt richtig geil ist. Und Leute, da habe ich gerade einen Kollegen gesehen, der eventuell doch noch eins auf die Schnüss kriegen will, nämlich der hier. Easy, sag ich da nur, easy. Peace, PPDs und danke für dein ganz gutes Leder, nehme ich gern. Dann habe ich noch eine Kiste gelernt, dass ich einfach auch mein Zeug hier jetzt ein bisschen verstauen kann. Wo ist denn die da? Das ist nämlich durchaus recht wichtig, sag ich mal, dass man hier sein Zeug gut versteckt kriegt. So, das kommt hier, was heißt versteckt? Aber einfach die wichtigen Sachen, dass die halt safe sind, so hier das Zeug. Ich denke mal, Jagdspieler unter euch, die wissen, was ich meine. Die, die nicht Jagd spielen... Macht nichts. Seid zwar Dödel, klar. Aber allzu schlimm ist es nicht. Das hier ist Betäubungsmittel. Das brauchen wir später, um Giftpfeile zu machen. Das macht man eben aus Giftbeeren und vergammeltem Fleisch, denn das Fleisch vergammelt hier auch. Und nicht wundern, Jungs. Ich weiß, viele von euch kennen das Game, aber ich erkläre eben noch so ein bisschen, dass halt auch alle abgeholt werden und jeder so versteht, was ich hier mache. Oh mein Gott, Alter. Ich liege hier gerade, will Ausdauer regenerieren und was passiert? Ein Rudel Spasten kommt. Okay, die muss ich jetzt leider alle wegknatschen. Da kann man nichts anderes machen, außer die hier jetzt einmal richtig schön probieren durchzubolzen. Aber es scheint ja gut zu klappen. Die treffen mich nicht, weil ich so cool bin. Einer down. Tango down, zweiter Tango down, dritter Tango, alle Tangos down. Und schaut mal, der Stego da ist richtig low. Der blutet übelste Sorte, wenn der jetzt noch niedriges Level ist. Nein, fuck my life. Okay, ich werde vom Adler verfolgt, Jungs. Gar nicht geil. Jetzt muss ich hoffen, dass der Adler... Nee, der nimmt nicht den Stego, Scheißdreck. Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich kann versuchen, den zu fighten. Oh, der ist nah. Hit. Ich weiß halt nicht, was für ein Level der hat, Jungs. Das wird jetzt halt eine spannende Nummer. Eine richtig spannende. Nein, ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft. Der ist Level 100. Wahrscheinlich ist der Level 100. Horten hört ein Hu, sag ich. Horten hört ein deftiges Hu. Sharks ist down. Wahrscheinlich ist der Level 100 direkt. Okay, unsere Sachen liegen halt jetzt da. Das ist wenigstens gut. Ich weiß auch, wo das ist. Okay, unser Vogel liegt hier noch. Schläft auch noch. Allerdings wacht er bald auf. Das heißt, da muss ich nochmal ein paar Bären nachdrücken. Betäubt ist er so. Und jetzt muss ich meine Sachen wiederfinden. Wo war denn das? Hier irgendwo muss doch der Dahamas. Habe ich. Sehr gut. Alter, holy shit. Nur weil der Dreckshorten wieder ein Hu gehört hat. Okay, Sharks hat sein Zeugs back. Genau. Und was ich nämlich eigentlich machen wollte, während mein Flugdino da hinten immer noch zähmt, was tatsächlich dauert, wollte ich gucken, welches Level der steht. Ego ist und dem eventuell ein 1v1 in seinen Nacken drücken. Level 30, okay, da können wir echt ein 1v1 reindrücken. Okay, Jungs, bereit? 1v1 startet. Bats, hit. Jetzt muss ich einfach zimmern. Einfach zimmern, Junge. Zimmern, was das Zeug hält. Und jetzt flitzen. Action, Action, Paction, sag ich nur. Und wo ist er? Horten hört. Kein Hu. Okay, er läuft weg. Okay, er läuft nicht weg. Er kommt gefährlich. Okay, da hängt der Server. Please not. Please not. Okay, Server hängt nicht. Es war wieder nur ein ganz normaler Bug. Alles gut, Jungs. Alles gut. Okay, Server hängt wieder. Irgendwie reloadet der meine Pfeile nicht. Was natürlich dann eher doof ist, sag ich mal. Hit. Next hit kommt. Next hit down. Next hit down. Easy. Oder wie Crow jetzt singen würde. Easy. Puppies, EPDs, Puppies. Ich frage mich nur, wo der Adler hin ist. Und das ist immer das Beschissenste, weißt du, wenn du weißt, okay, hier ist ein Gegner, aber ich weiß halt jetzt nicht, wo er ist. Aber er lümmelt hinter irgendeiner Ecke, weil dann kann es immer sein, dass du aus dem Nichts batz, einfach einer kommt und dich wegfetzt. Was natürlich dann dementsprechend eher doof wäre. Und der hier braucht definitiv wesentlich mehr Betäubungsbären. Da muss ich aber zack nochmal welche sammeln jetzt. Okay, Leute, 27 Bären, rein mit denen, auf dass er richtig schön betäubt wird wieder. Boah, Leute, was ein dicker Onken, ein goldener dicker Unken gibt es euch. Ein richtig goldener dicker... Er ist ready. Ich nenne ihn Pietro. Hat jetzt nichts mit Pietro Lombardi zu tun. Nice, ey, Leute, da ist er. So, erstmal auf Passiv. Geilomatico. Der gute Alte folgt uns jetzt. Jetzt können wir den zur Base einmal bringen, dass Kollege Furzbacke sicher ist. So, Jungs, da sind wir dabei. Und jetzt einmal landen, als ob er da sogar perfekt ist. Und da ist noch einer jetzt. Den will ich ja eigentlich auch direkt zähmen, ne? Aber gut, geht nicht alles. Erstmal kommt neues Eisen rein. Das Eisen kommt raus. Und jetzt kann ich mir hoffentlich die Werkbank bauen. Nee, kann ich nicht. Hab's nämlich noch nicht gelernt. Geil. Richtig nice. Richtig nice. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, jetzt muss der Sharks-Wert ein bisschen leveln oder so. Das machen wir am besten, indem wir hier Narcotics craften. Die bringen tatsächlich viele Erfahrungspunkte. Zack, 5 Stück. Sehr gut, nenne ich das. Und da haben wir direkt schon... Oh, wir haben noch 4 Level-Ups. Ja, moin. Okay, gewichtskillig, lebensskillig, ausdauerskillig, ausdauerskillig. Jetzt haben wir hier schon mal die Armbrust. Dann haben wir Steinsachen, die wir lernen können. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt eine Base aus Stein bauen bald. Und dann lerne ich die Schmiede. Sehr gut, sag ich, Jungs. Also wirklich gerade äußerst nice. So, Schmiede, zack. Und da ist sie, Jungs. Da ist sie. Schachswert ist in der Metallzeitalter angekettet. Das ist ja obergeil. Da sitzt sie. Und jetzt kommt natürlich der Spökes rein. Zack, zack, zack. Alles, was man hier so erstmal am Anfang braucht. Und dann machen wir direkt eine Metallspitzhacke.
Yes, Motherfuckers. Ohne Scheiß, Jungs, es macht so unnormal Bock wieder. Der Arc-Grind ist so real und ich habe so Bock auf eine PvP-Staffel jetzt schon. Schreibt mal, wie ihr es bisher findet, das Projekt an sich, und was ihr, falls ihr Arc noch nicht kanntet und jetzt durch mich, sag ich mal, kennengelernt habt, was ihr davon haltet bisher. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz auf eine Expedition gehen. Das war heute eigentlich so ein bisschen der Clou an der Folge, um mal zu schauen, was ist hier überhaupt und wo gibt's Eisen, wo kann ich farmen. Und Alter, da sehe ich unsere Base ganz stark irgendwo auf einer Plattform, so da ganz oben oder so. Da ganz oben kann man hoch, Digga. Holy Macaroni, wie geil ist das? Wie geil ist das bitte? Ich muss leider noch ein bisschen leveln, deswegen kann ich mein Flugdino auch noch nicht reiten. Aber keine Ahnung, ich wollte jetzt mal nach da hinten flitzen, mal zu schauen, ob da irgendwo direkt ein Eisen ist. Einfach mal eine kleine Rundtour machen. Okay, wir sind jetzt gleich wieder im trockenen Gebiet. Sehe ich hier spontan Eisen? Nee, sehe ich nicht. Dann flitzen wir mal weiter und oh, hier ist ein Triceratops. Den könnte ich gebrauchen zum Bärenfarm, Jungs. Aber wirklich. Und ich will unbedingt so einen Rollerblader. Guckt euch die an, das ist so geil. Die sind so geil. Ich renne jetzt mal kurz hier hoch und schau mal runter, ob ich irgendwas sehe, was so nach Metall aussieht. Oh, yo, gebt euch das. Gebt euch die Lagune da. Hier ist ja richtig ein Flusslauf durch. Okay, okay, Jungs. Es sieht nice aus. Eisen kann ich tatsächlich nicht sehen. Da fliegt wieder so ein so ein Fliegobert. Aber das bedeutet für mich eine kranke Expedition jetzt erstmal noch. Nicht ganz krank, aber ein bisschen noch krank. Weil Eisen ist halt wirklich das, was mein Herz begehrt. Und was wir halt auch brauchen, um einfach weitermachen zu können, wisst ihr. Von daher können wir da jetzt eigentlich keine Druckselnummer machen und sagen, ja, findet sich schon irgendwann. Nee, aber wir brauchen es aber halt jetzt. Sozusagen. Deswegen jacks ich hier noch so ein bisschen durch die Dünen, sag ich. In der Hoffnung, doch noch vielleicht eine Xbox zu finden. Hm. Oder halt auch Eisen, das tut's dann auch. Aber es sieht tatsächlich schlecht aus. Alter, was ist das denn da für ein Gebilde? Aber es scheint leider echt nicht zu sein, dass hier in dem Gebiet überall Eisen ist. Das war ein Fehlschluss von mir vorhin. Dann düse ich nochmal zurück, weil hier scheint... Oh, Fallschaden. Hier scheint es auf den ersten Gucker nichts zu sein, leider. Hier ist Eisen, aber ganz versteckt. Ganz versteckt. Guckt euch das mal an hier. Da bin ich sogar eben vorbeigelaufen und hab's nicht gesehen. Jetzt haben wir halt den Vorteil. Wir haben eine Metallspitzhacke und deshalb packen wir halt tausendmal mehr Metall raus. Deshalb ein so ein Stein, guck ich das an, jetzt schon 50, 60, 70 Metal gibt. Zwei Steine in ein. Da sehe ich den Hype ja real auf mich zukommen. Noch ein Stein, drei Steine. Alter, wie geil. Bin nur leider zu schwer, also überladen. Was so viel bedeutet wie einmal Steine weg und einmal ein paar Beeren essen, damit ich Gewicht verliere und mehr tragen kann. Plus einmal eben noch ein bisschen Gewicht dazu lernen. Da fliegt wieder so ein fette Fliegowot. Die sind sauwitzig, Alter. Davon werde ich mir locker eine Armee holen einfach. Aber nice, okay, dann haben wir hier unseren Triple Iron Spot. Das ist schon mal, das ist übelst Deluxe. Und Leute, mal, warte mal, sind das da goldene Steine komplett? Weil je goldener ein Stein, desto mehr Metall gibt da. Und hier sind, oh mein Gott, hier ist der Arc-Spot of my life. Da sind komplett goldene Steine. Das heißt, das merken wir uns. Coordinates, okay, weiter links dann von der Base, glaube ich. Scheiße, wo waren jetzt die Base? Als ob hier einer ist. Als ob hier noch jemand anders baut. Der Say Goodbye, wer ist denn das? Hallo. Dubi, dubi, du. Der Say Goodbye. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Als ob hier random noch einer ist. Ey, wie nice ist das denn? Okay, dann haben wir hier einen Nachbarn scheinbar. Nicht direkt einen Nachbar, aber schon nah. Home sweet home, Jungs. Home sweet home. Das bedeutet, Sharksebert haut sein Eisen komplett in den Ofen rein. Wie geil. Hammer nice. Jetzt kriegen wir echt sau viel Eisen. Zumindest für den Anfang ist das echt sau viel. Und eine Metallaxt. Und in dem Sinne, Jungs, hoffe ich natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt komplettes Metallwerkzeug. Das war richtig nice. Plus wir haben Metallspot gefunden. Hammergeilo. Wie gesagt, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif und tschüss.